Von den Rätseln? Ja, von den Rätseln, ja. 7? Hoffen wir mal. Wie lange wollen wir denn dann aufnehmen? Weiß ich nicht, egal. Ist egal? Nein, nein, warte. Sag mindestens eine Zahl. Ja. 22? Was? Übertreib nicht! Ich hab jetzt mal eingeschätzt. Bis 22? Egal, wir gucken einfach. Ja, okay. So Leute, heute geht's mit der neuen Part von Professor Layton und die verlorene Zeit. Heute mal ohne Muslim, nur mit Alex. Du hast ein bisschen Alex Aufkleber bekommen. Sehr gut, ich möchte also nur U-Bahn, ja? Das geht gar nicht weit. Aus dem Hotel raus, Richtung Osten und dann einfach die Straße folgen. Dann kommt ihr zur letzten Suite, geht dort nach Norden, bis ihr auf U-Bahn-Station stoßt. Danke, Becky. Ich glaube, ab jetzt finden wir uns alleine zurecht. Oh, warte, noch eine Sache. Und die wäre? Es ist zwar ein kleiner Umweg, aber ihr solltet durch die Arkaden gehen, wenn ihr aufbrecht. Dort gibt es ein fabelhaftes Restaurant. Natürlich reicht das Essen nicht an unsere Köstlichkeiten heran, aber es ist durchaus gut. Was sind Arkaden eigentlich? Die Arkaden, meinst du den Bogengang westlich des Hotels, danke. Als wir vorhin dran vorbeiliefen, versperrte uns ein Junge den Weg. Oh, du sprichst von Max? Er hört auf mich und macht so ziemlich alles, was ich ihm sage. Sagt ihm einfach, Becky hat euch geschickt. Damit wird er euch schon durchlassen. Irgendwie schon komisch, dass sie... Guck mal. Ein kleiner Junge steht dir im Weg. Was machst du, um da durchzugehen? Oh, weggehen. Nein, nein, du willst jetzt durch den Weg gehen. Ein Junge steht vor dir. Was machst du? Ich ja, guck. So, auf so eine Idee kommt hier ja nicht. Ausgerechnet du. Lass uns Blackies Ratschlag folgen und ich will ja. Das sind manchmal solche Vollidioten. Also heute nur mit Alex. Weil, warte mal. Etwas Gelbes. Habe ich irgendwas Gelbes? Ja, Mütze. Eine Mütze, okay. Daraufhin gelangt er einen runden Platz auf einen Baum. Achso, da brauche ich. Jemanden? Also kannst du einen von den beiden schon machen. Jemand. Ja, das war der Mann hier. Dann hätte man etwas suchen. Voll nett. Guck mir aus. Okay. Achso, das dauert noch ein bisschen. Jo, letztes. Mit den Worten gerichtet mir, dann hätte man mit deinem Leben etwas wie das Prall und saftig. Ja. Saftig. Ja. Geht doch. Den Baum müsst ihr noch bekommen. Okay. Hey! Jemanden. Okay. Macht die Geschichte ein bisschen Sinn? Ja, wenn, am Ende sieht man das ja. Dann wird es nochmal gezeigt. In normaler Geschwindigkeit. Okay. Also heute nur mit Alex. Und ja, willst du es doch sagen? Ja, es muss gesagt werden. Okay, sehen wir mal. Ich glaube, hier war irgendwo ein Punkt. Okay, jetzt muss ich da. Da liegt eine Streichholzschachtel mit dem Namen des Hotels auf den Nachttischen. Ach, da fällt mir ein ganz sagenhaftes Schachtelrätsel. Willst du damit heuer? Ah, natürlich. Das sind die Streichholz, oder? Schachtelschichten. Ach so. Das wird lange dauern. Lass es einfach, das hört man schon. Zwei Jungs, A und B, unterhalten sich darüber, wie viele Schachteln auf einem Tisch gestapelt sind. A beschreibt die Schachteln von oben, betrachtet B von der Seite. Doch aus seiner Erklärung wird nicht deutlich, von welcher. Ist es von vorne, hinten, links oder rechts? Keiner weiß es. Nenne die maximale Anzahl von Schachteln, die auf dem Tisch liegen können. Okay. Warte. Hä? Warte, wie soll man das dann rausbekommen? Ich hab gar keinen Plan. Was soll ich machen? Warte. Eine grobe Antwort wäre? Was? Nein, muss ich überlegen. Checkst du das? Checkst du das überhaupt? Nein, ich check es nicht. Guck mal, er sieht das von oben, ne? Ja, das weiß ich, aber ich weiß nicht, wie man jetzt auf die Lösung kommt. Du musst halt herausfinden, welche Seite er sieht. Entweder er sieht das von dieser Seite, von der oder von der. Ach so, aber wir sollen schon eine Zahl ein. Ja, danach kann man ja zählen. Es kommt doch von erst jetzt, welche Seite man sieht. Notizen? Tipps? Oder kommst du schon alleine drauf? Warte. Kniffig. Mach einen Tipp bitte. Sehen wir mal, ich glaube der Tipp ist ganz simpel, der erste.
Stell dir vor, B würde die Stapel von der rechten Seite betrachten. Damit die Seitenansicht von B maximal viele Schachteln hat, müssen die beiden Reihen von links nach rechts so aussehen. Zwei Stapel von mit zwei Stachteln, drei Stapel mit drei Schachteln, drei Stapel mit einer. Hä? Drei Stapel mit ein Schachtel? Hä? Zwei Stapel mit. Du bist doch wirklich gerade richtig, hä? Das ergebe insgesamt 20 Schachteln. Was ist das für ein Satz? Drei Stapel mit ein Schachtel. Warte, das sind drei Warte mal, stell dir vor, B würde die Stapel von. Aber die ist echt. Ja, dieser Hinweis ist merkwürdig. Zwei mit zwei sind vier, sind neun, sind 14. Ja, das mit 20 kommt hin. Ja, aber was meint sie mit drei. Das, ja, das ist mit Stapel und Schachtel, ist komisch, ne? Das verstehe ich ja nicht. Können wir den zweiten Tipp benutzen? Den zweiten? Ja, komm. Wir haben sowieso keine andere Wahl. Überlege nur die Ansicht, der B hat. Wenn er die ganze Schachtelei von vorn betrachtet, damit er diese maximal viele Schachteln hat, müssen die Reihen von links nach rechts so aufgebaut sein? Ich verstehe das nicht. Drei Stapel mit zwei Schachteln. Ein Stapel mit drei Schachteln. Wie geht das? Drei Stapel mit zwei Schachteln. Ein Stapel von mit was denn? Was für ein Stapel meinen Sie denn? Hier, ein Stapel. Da müssen doch da. Okay, wenn das aufgestapelt wird, da sind es doch drei Schachteln. Oder was ist denn das da? Ich dachte, das wäre schon ein Stapel. Hier ist er. Ich dachte auch, das ist ein Stapel. Okay, warte. Ich check es nicht. Noch doch mal. Noch ein Tipp? Nein, noch mal lesen. Ich check es nicht. Mann, oh Mann. Ey, irgendwie sind wir noch dümmer als Musti, oder? Ohne ihn. Was? Nein, das Rätsel ist komisch. Ja, sag ich ja. Okay, warte. Oh, das Rätsel ist merkwürdig. Was ist denn für eine Schachtel? Wo müssen die rein? Ich verstehe diesen Satz nicht mit den zwei Stapel, zwei Schachteln. Drei Stapel, drei Schachteln. Zwei? Hier, ich hab's. Ja? Guck mal, hier ist ein Stapel, ne? Ein Stapel? Oh, steht doch nicht. Warte, ich glaub schon. Warte mal nochmal. Zwei Stapel, zwei Schachteln. Drei Stapel, drei Schachteln. Warte mal, welcher Sicht aus? Wie betrachtet er die von der rechten Seite? Mach mal zurück, bitte. So. So. Ne, von rechts, hier. Die Seite sieht er nicht, deswegen zwei Stapel. Wenn er von rechts betrachtet, er sieht die Stapel, aber nicht die andere Stapel, wenn der kleine, weil der hier kleiner ist. Nochmal. Warte, ich erkläre dir jetzt mal so. Er meint ja zwei Stapel, zwei Schachteln. Drei Stapel, drei Schachteln. Drei Stapel, eine Schachtel. Eine Schachtel. Ja. Zwei Stapel, zwei Schachtel. Also, die seht ihr, die ist so groß, dass man die zwei nicht sieht und dann sieht er die zwei. Verstehst ja? du? So meint er das. Er sieht das von der rechten Seite, also von hier aus. Das ist links. Also von mir aus rechts. Hä? Von dir aus ist es auch links. Ja, ich bin jetzt verwirrt. Okay, aber das gleiche Prinzip kann man auch hier wenden, also macht es keinen Unterschied. Verstehst du jetzt? Jein. Also zeig mal den zweiten Tipp nochmal. Was war das? Von vorne betrachtet, damit diese maximal viele Schachteln müssen die rein. So. Drei Stapel. Drei Stapel, zwei Schachteln. Von vorne, ne? Ja, von vorne. Also von vorne. Okay, was macht er? Wie viel sieht er hier? Drei, zwei. Wie kann er. Hä? Wieso sieht er drei? Hä? Wie geht das denn? Ich verstehe die Logik nicht. Ach so. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Er sieht die hier und den hier. Die anderen sind unter die beiden. Hä? Warte. Dann sieht er nur einen Stapel mit drei Schachteln. Ich hab's. Oder? Okay. Mach mal zurück. Hier, guck. Da stand doch, ich weiß nicht. Guck hier.
drei Stapel mit zwei Schachteln erstmal und eine Stapel und drei, ne? Drei Stapel, 1, 2, 3 und hier sind immer zwei Schachteln. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ach so. Ja, guck. Was sagt uns jetzt das? Was bringt uns das jetzt zu wissen? Damit hätten wir nur 19 Schachteln. Insgesamt 20 Schachteln. Zwei Schachteln. Ja, das kommt hin, das kommt hin. Okay. Jetzt kommt es doch drauf an. Okay, warte. Soll ich den dritten Tipp nochmal angucken? Wir haben genügend Münzen hier. Nein, guck mal, es kommt drauf an. Guck mal, hier ist da vier von einer Reihe, ne? Ja. Es kann ja nur von dieser Seite dann sein, oder nicht? Müsste, ja, ja. Ja, ne? Also hier müssen dann vier, hier neun, hier drei. 3, 4, 9 ist 3, 4, 9? 16. Ja, 16. Plus 4. 20, aber das steht hier. Kann 20 wirklich sein? Sollen wir den dritten Tipp mal angucken? Vielleicht gibt er uns den letzten Tipp. Ja, von der linken Seite. Ja, 20. 20 muss es sein, oder? Ja. Ich gucke das falsch. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Nein! Ich hätte Warte. Ich muss wohl noch mal überlegen. Ja, alles klar, Mann. Ich will vor alle vier Möglichkeiten. Von hinten? Ich will, ja. Ach, dieses Rätsel ist kompliziert. Das Rätsel ist kacke. Das passiert, wenn man das ohne Lösung spielt, Alex. Egal. Machen wir 2 mal 6. 2 mal 3. Haben wir 6. 9. Ich glaube, wir machen kurze Pause und sonst sind es nur unnötige Minuten jetzt, okay? 19. 19? Maximal Anzahl von Schachteln, die auf dem Tisch liegen können. So, ja, okay. Ach, die maximale? Ja. 20 müsste, wenn 20 falsch ist, können es nur höher sein. Nee, muss er nicht. Ja, okay, ja, stimmt, dieses können ja. Warte. Verdammt, Mann. 6. 7. 21. Komm, mach mal. Vielleicht ist es ja richtig. Bitte. Ich hab gar keinen Bock mehr. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Ja, endlich. Okay, jetzt will ich mal die Erklärung sehen. Das ist nicht so, muss die maximale Anzahl, deswegen. Ah. Okay, es geht eigentlich weiter. Scheiß Rätsel. Genau richtig, mein Junge. Wie war's mit deinem Tipp? Guck, ohne Lösung. Ja, ohne Lösung geht doch. Dafür drei Tipps. Egal. Ja, Tipps braucht man immer. Nur ein Super Genie kann das locker hier durchzocken. Ohne Tipps? Und denkst du? Meinst du? Ja. Nur. Oder ein Schummler. Wie ich. Ich gebe zu. Wenn ich keine Lust habe, gucke ich auch mit einer komplette Lösung nach. Aber mit Freunden hier durchzuzocken, geht ja. Das macht mehr Spaß. Wie sehen sie aus für meine Herren? Ja, ja. Hast du mich raus? Ja, aber wir mal sehen. Putze. Sie schläft tief und fest. Die Nickerchen täte mir auch an. Ja. Und waren wir schon oben? Ja, da waren wir. Wir kommen ja da. Ach, das war ja, okay. Hast du einen Moment für mich? Achso, jetzt gibt's hier diesen Auto. Ja, das ist Luke. Luke, stimmt's? Stimmt. Wie kann ich Ihnen helfen? Nichts von großem Belang. Es ist eine ganze Weile her, dass wir junge Gäste hatten. Deswegen möchte ich dir mit einem Geschenk willkommen heißen. Ein Geschenk für mich? Das stimmt. Ich habe gehört, dass dies bei den Londoner Kindern wie das schwer im Mode ist. Oh, das ist ein Spielzeugauto. Die hat erzählt mit dem Auto. Was ist mit dir, Becky? Hast du auch eins? Ich? Nee, so ein kindisches Zeug ist nichts für mich. Oh. Kopf gegeben. Ich meine, es ist nichts Schlimmes daran, sich für Spielzeug zu interessieren. Eigentlich ist dieses Auto perfekt für einen Jungen deines Alters. Nur zu viel Spaß damit. Klar, ich versuche es zumindest. Schau nicht so verdrießlich da rein, Luke. Das Sammeln von Spielzeugautos ist eine Ehre, das ist ein Gentleman mit dich. Das kommt dann im Menü, ne? Ja. Ah. Ja, ich glaube, der Professor hat da nicht ganz unrecht. Siehst du, ich hab's dir doch gesagt. Jetzt haben wir dieses Minispiel. Lass mal spielen. Ja, komm. Was ist das denn? Du wirst gleich erklärt bekommen. Meine Liebe, die Auto, ja. Kann ich euch gleich auch zeigen. Ach so, okay. Das erste kannst du.
Das erste schaffst du locker. Wie fährt man da oder sowas? Ja, man gibt's. Platziere Teile so, dass dein Auto alle Gegenstände einsammelt und sicher zum Ziel gelangt. Ja, ja, da habe ich. Das habe ich mit meinem Bruder gemacht. Ich kenn das! Das habe ich auch mit meinem Bruder gemacht, sag ich ja. Nee, das ist auch. Das gibt's auch. Das machen die in Informatik. Doch in der 11. Klasse, Jungs mit Java, Kara oder so. Ach so. Hey, Jesus. Doch, wirklich? Glaub ich dir, hat mir Marcel mal erzählt. Der musste so viel schreiben, damit seine Marienkäfer. Ja, genau, das war das. Sein Marienkäfer einfach einen Schritt bewegt. Ja, genau, das war das. Das ist zu viel Text einfach. Die könnten ihn auf die Brücken, Bäume, ja. Ja, zu viel Erklärung, Leute. Ich zeige es lieber. Ja. Ja, ich hab's kapiert. Das hab ich nur von anderen gehört. Ich hab keine Informatik. Ich hab auch nicht. Ich hab's auch nur von Maus mir. Ich musste so lachen, als er das mir erzählt hat. Ich hab's von irgendjemandem erfahren, ich weiß. Erst nur eine Bedürfnis und wenn ja, stößt auf dein Hindernis und kommst auf deine Karte, musst du ja. Insgesamt gibt es 19 Karten. Neue Karten kannst du im weiteren Verlauf des Spiels ansammeln. Also möglichst viele Rätsel, damit du eine Karte entgeht. Wenn du alle Karten findest und löst, passiert etwas Tolles. Das ist ganz simpel. Karte spielen. Okay, warte. Die Schlüssel zu einem langen Leben sind reichlich scharf und bewegt. Dies ist meine Lieblingsstrecke für morgen. Platziere sie mal und ich zeig dir mal, wie das geht, okay? Das Ziel ist das dann, ne? Ja. Und er muss die Fahnen einsammeln. Ja. Wie viele hab ich denn? Wie lange fährt er denn nach rechts dann? Zwei Felder oder wie genau? Warte, ich zeig dir das mal kurz. Kurz hier hin, dann hier hin, dann da hin. Ach so, jetzt, okay, verstehe. Dann da hin. Dann hoch. Nein, ich hab. Löschen. Doch, schlicht. Nein, guck mal. Wenn ich das hier mache, ach, kann man das nicht fällt er gegen den Baum. Ja, aber kann man nicht hier hin? Doch, man muss alle drei sammeln, ja. Als ich das erste Mal gemacht habe, ich das perfekt hinbekommen. Warte mal. Warte mal kurz überlegen, nur. Wenn ich so mache. Das so. Ja, dann hier das nach oben. So, aber dann fährt das so. Ja. Ach so, okay, warte. Doch, das müsste gehen. So. Dann so. Dann so. Scheiße. Warte mal, Tony D. Dann muss das kurz hier hin, dann so. Ah, perfekt. Was? So geht das doch. Nicht schlecht. Das ist kompliziert manchmal. Ja, das geht. Abfahrt. Okay, komm. Yeah. Es wird noch schwieriger, das sage ich dir. Das ist cool. Das war's jetzt erledigt und weiter geht's mit der Story. Verlassen und komm. Wir haben bis zu 15 Rätsel. Muss nach links. Wir haben die schon. Hab dich nicht gesagt, dass du das in der ja, Mann. Wir müssen nach links, ja. Nicht schon wieder. Ja, die gehen einkaufen. Perfekt. Jetzt könnt ihr. Echt? Ja, was mit Papi? Er schläft. Achso, ja, okay. Du bist Max, stimmt's? Dingelingeling, dong dong, das ist korrekt, aber woher kennt ihr den Männer? Möp. Becky hat uns verraten. Möp. Ungültige Antwort, ne? Die herrische Becky hat euch also geschickt. In die Liste des Hotels. Ding. Ich meine, ja, sind wir. Also beginnen wir die Arkaden mit diesem Tor dort. Führen sie auch zur Station? Ding, ding, ding. Jawohl, das sind die Arkaden. Dort sollte die eigentlich. Ey, das regt doch jeden auf. Guck mal, so, ihr fragst jemanden, ding, ding, ding. Ja, ich weiß oder mal. Einfach so, ne. Lauft ganz durch die Arkaden, um zur Verletzung zu kommen. Man kann sie gar nicht verfehlen. Geht dann ein Stück nach Norden und ihr werdet die U-Bahn-Station gleich rechts von euch sehen. Möp. Der gibt uns Rätsel. Ein anderer. Was guckst du so, halbe Portion? Hallo, der Herr. Sind wir Ihnen nicht bereits vor dem Hotel? Doch, dasselbe. Nein. Das ist ja ein Hotel. Ich stehe ja schon den ganzen Tag schmiere. Nicht, dass ihr euch das angeht. Ich würde mich ja verdünnisieren, wenn ich könnte. Aber Bostro würde das Fischfutter aus mir machen. Huch. Ich hielt sie für jemand anderen. Schönen Tag noch. Nicht so schnell, wie schon. Du wolltest ein Schätzchen halten, also gibt es kein Entkommen mehr. Den ganzen Tag hier rumzustehen ist alles andere als aufregend. Also unterhalte mich angenehm und löse dieses Rätsel. Ja, die haben ja nichts anderes zu tun. Echt so. Verflixte 7.
Deine Spezialität, komm. Schon wieder? Ja, deine Spezialität. Wenn 7 Tage nach dem Tag vor. 70 Tage Sonntag vor. Wenn 7 Tage nach dem Tag vor 70 Tagen ein Sonntag war, Richtertag ist dann 7 Tage vor dem Tag in 70 Tagen. Mag dir die Korrektur. Ich bin jetzt schon verwirrt. Warte. Ja, guck mal den Typen an. Hey, guck mal den an. Hey? Hier, nee. Wenn 7 Tage nach dem Tag vor 70 Tagen ein Sonntag. Wie nach dem Tag vor 70 Jahren? Ach so. Warte, nein! Das war Sonntag. Sicher? Ja. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Ja, okay. Sag ich doch. Ich kann sagen, du wusstest das aber noch, ne? Ich wusste das noch. Mann, ich wollte noch nachdenken. Guck mal, es ist der Sonntag. Die Woche hat. Guck mal, das macht diesen. Die Woche hat 7 Tage. Wenn du gefragt wirst, welcher Tag vor x Tagen war oder in x Tagen ist und du x durch 7 teilen kannst, dann ist immer dieselbe Wochentag. Ich kann mir das richtig nicht mal richtig durchlesen. Entschuldigung. Ich wusste einfach die Antwort. Pa, schon ganz toll. Was soll ich denn an was soll ich denn lieben langen Tag hier machen? Hol dir eine runter, Wichser. Junge! 5 gegen Willi. Nein, 5 gegen Ahmed. Die Ausländer-Version muss sein. 5 gegen Ahmed. Ja, da steht es auf der Klapptafel. Ich gehe einfach mal ein Restaurant, dann gibt es ja auch ein paar Münzen. Stimmt. Das war auch richtig so. Und das war. Ja. Teller. Diese Zertifikate. Und die grüne Tafel. Da ist ein Magen knurrt. Rätsel. Yes. Warte, das ist ein geiles Rätsel. Ein hungriger Gast. Leider muss ich sie enttäuschen. Junge, ist das ein Schnauzbart? Ja, das ist ein Schnauzbart. Extrem. Die Küche ist noch geschlossen. Damit unsere Gäste wissen, wann wir öffnen, stellen wir dafür eigens ein Klapptafel vor die Tür. Ja, genau, diese haben wir auch gesehen. Deswegen meinten wir können hier eintreten. Max ist ein echter Traumtänzer. Wie oft habe ich ihm gesagt, er soll die Tafel reinholen, bevor er spielen geht. Entschuldigen Sie die Unheimlichkeiten. Möchten Sie sich setzen und warten? Wir stehen Ihnen schon in Kürze zur Verfügung. In diesem Fall kommen wir später wieder. Wissen Sie, wir sind ein wenig in Eile. Wie Sie wollen, ich bin sowieso damit beschäftigt, in Ordnung in all das Chaos hier zu bringen. Gibt es ein Problem, bei dem wir Ihnen vielleicht helfen können? Es geht um die Hintertür, die ist mit einem Zahlenschloss versehen, wisst ihr? Und das hat meine Frau heute neu eingestellt, ehe sie zum Einkaufen ging. Sie hat mir eine. Achso, die Lösung weiß ich auch teilweise noch. Mann! Unterlassen, aber nicht sagen, nicht sagen. Ja, okay. Das ist wirklich ein Dilemma. Außer wenn ich aufgehe. Warte, ich muss mal kurz das. Kriegelkrakel. Ist es das? Was du meinst? Egal, lies vor. Warte, ich muss mal kurz angucken. Ein widerspenstiges Zahlenschloss versperrt die Hintertür des Lokals und der Besitzer bittet dich um Hilfe beim Enträtseln der richtigen Nummer. Leider ist ein einziger Hinweis die hingekratzte Notiz einer alten Dame. Die berüchtigte ist für ihre unleserliche Handschrift. Da hast du nicht meine gelernt. Kannst du anhand der kryptischen Notiz die gesuchte Nummer auch rausfinden? Also das ist die Zahl sozusagen. Ja. Ich kann schon 2 Zahlen erkennen. Du auch. Ja. Wie viele Zahlen gibt es denn? 4, ne? Ich glaube 6 waren das. 6? Ich kann 12 und 13 erkennen. 1, 2. Die mittlere, die wusste ich nie. Ja, das ist ein H, ne? Das ist aber kein. Das kann guck mal, die erste Zahl ist ein 1. Die 2. Okay, jetzt mal. Warte. Stimmt, ja. Guck mal, wie man einfach. Man kann 3. Also sind 3 Zahlen. 1, 2. Oder? Hier ist eine 3. Warte mal, da gab es einen Trick, um das rauszubekommen. 12, 11, 13 oder nicht? Ja, komm, mach mal. Was ist das? Das kann doch eine 4 sein. Stimmt. Ach nein, dann kann man nur eine Zahl, ne? Ja, stimmt. Oder? Nein, geht nicht. Einfach Fragezeichen. Ah, kacke, okay. Ich sehe hier eine 1, Scheiße, hier eine 2, ne? Mhm. Hier könnte es eine 11 sein. Hä? Das ist eine 3. Was ist das? Das da noch? Warte, ich glaube, dieses war irgendwas noch. Oder soll ich mal einfach tippen, okay? Ja, okay. Du denkst, das steht da. Nein, da müssen wir. Das ist falsch, dieses kannst du auf eine andere Weise lesen. Nein! Ja, da die Antwort eine Nummer sein muss, könnten sie die Striche dann nicht auch Zahlen sein. Ja, ach nee, das ist am rechten das Hand geht, sieht das nicht. Das am rechten Hand sieht das nicht aus wie ein Gleichgewicht. Ja. Ja, diese 2 Striche. Nein! Eigentlich ist sie eine Rechenaufgabe, die 2 dreistellige Zahlen enthält. Ey, das sind alles so unnötige Hinweise. Ach so, 121 minus 113. Okay, ich hab's. Warte, ey, ich mach da noch einen Trick. 121 minus 113 sind 8. Hä? Was?
1, 2, 1, minus 1, 1, 3, gleich. Ja, stimmt. Vielleicht muss das Plus rechnen. Ach nein, nein, ist Minus oder Plus? Das sind dann... Ich glaube, das sind Minus. Ja, 8. Gleich 8. Ja, aber es geht nicht. Ja, komm. 0, 0, 8 oder was? Ah, okay. Antwort? Also 8 geht doch. Ich glaube, du hast jetzt einfach 18 Schränke. So sollte es stimmen. Ja. Mann, wieso hast du die Tipps genommen? Wir hatten es auch so geschafft. So gefällt mir das. Egal, wir haben Pikrat, wir haben ja diese Punkte, ja. Trotzdem. Wie hässlich die schreien muss. Heftige Kacke. Ey, nicht nur ohne Tipps. Okay. Puh, da kann ich dann eigentlich wieder die Kochlöffel schwingen. Ich nächstes Mal geht aufs Haus. Banane. Ich mache mir gleich in den Bilderbuch da rein. Irgendwas Gelbes hat er auch gesagt. Den Baum muss ich noch bekommen. Den Baum kriege ich noch später. Irgendwas Gelbes. Ja, das war eine Banane. Ich weiß es noch. Ich gebe noch so eine Banane. Hey, zurück. Verlassen. Und zurück. Bananenschale. Ach so, das Rätsel wissen. Das ist das Dach. Das ist das Dach hier. Okay. Das Rätsel wissen wir, das ist richtig easy. Das schaffst du locker. Okay. Irgendein Drecks. Spatz? Ach so, ich dachte, Spasti hat seine Bananenschale hier entsorgt. Wie widerlich. Oh, das ist ja furchtbar. Oh, Adeline, du sei doch bitte ein kleiner Gentleman. Heb sie auf. Warum machst du es selbst nicht? Aber gewiss, Professor. Ach, und noch etwas, wo wir gerade von Bananen sprechen. Wo wir gerade von Bananen sprechen, lesen wir doch mal dieses Rätsel. Warum ist Nathan schwul? Rutschbananen 1. Rutschbananen. Führe den Professor vom Ausgangspunkt zum Ziel, aber pass auf die Bananen auf. Tritt der Professor auf eine drauf, so rutscht er genau geradeaus, bis er an die nächste Wand prallt. Findest du den Weg durch die mit den Rutschfallen bestückten Gänge, führe eine der roten Pfeile, um den Professor in die entsprechende Richtung zu bewegen. Einfach nur auf das Rote? Einfach zu den grünen Punkt da. Okay. Das ist ganz simpel. Ich gehe wieder zurück. Okay. Bis wohin rutscht er? Geht er denn? Ein Schritt immer? Ah, okay, ein Schritt. Hä? Okay. Ich sag, die Bananen gehen weg. Die bleiben. Ja. Schon raus. Überleg mal, genau. Ja, warte, ich guck mal. Ich glaube, du wirst mich hassen, wenn ich das schnell machen würde. Du hast es rausbekommen. Ja, mach mal. Jetzt kannst du normal dahin gehen. Ja. So simpel war es. Richtig dumm, Mann. Einfach nur ausprobieren eigentlich, ja. Und dann ein bisschen gucken. So simpel ist es. Oh, Mann. Es gibt auch mehrere von denen, ne? Ja. Statt ja noch Rutschbanane 1. Es gibt mehrere. Ja, schön finde ich, dass du es wusstest. Ist doch ganz simpel. Ja. So, damit ist alles wieder auf Sauber. Bananenschale wieder weg. Ja. Sehr schön, denn um sich hat sich ein Bürger vor dem Ausrüstung bewahrt. Dich selbst. Münze? Ja. Ich bin fett, Da sagt uns gleich was. Das schockiert die beiden gleich. Kein Rätsel? Nein. Der schockiert uns gleich. Moment. Sagt ihr, habt ihr beiden einen dunklen, gekleideten Tunichgut hier oben im Gansinn? Der ging's. Der hat ein X im Gesicht. Das haben wir in der Tat. Wieso fragen Sie? Ich dachte, ich gebe euch einen kleinen Rat mit auf den Weg. Hier gibt's eine Bande übelster Gesellen. Sie nennen sich der Clan und sie beobachten jeden, der sich in dieser Gegend auffällt. Oh shit. Wen genau meinen Sie denn damit? Ihr habt sie schon gesehen, sie sind alle gleich gekleidet. Hoher Kragen und Anthrazitfarbener und Hut oder so. Oh, versucht bloß nicht, die Helden zu spielen. Das würde euch in allergrößte Schwierigkeiten bringen. Wie schrecklich, wieso unternimmt die Polizei denn nichts gegen diese Unholde? Polizei? Na, das ist mal ein Begriff, den ich lange nicht mehr gehört habe. Ein Polizeistreife
Ein Polizeistaube habe ich seit Jahren nicht gesehen. In diesen Zeiten ist der Clan das Gesetz. Ja, so wie Uschir-Clan. Richtig. Die waren auch Polizisten. So, so ähnlich. Man hört einfach nichts mehr. Einfach entsetzlich. Sie sagen es. Ups, da kommt einer von ihnen. Fragen Sie ihn bloß nicht an. Bart, Wärter, dürfen mir einen Blick in die Zeitung werfen, die Sie in der Hand halten? Ja, aber sicher, nur zu. Luke, sieh doch mal das Datum. Sag ich doch schockiert. Ach so, die denken jetzt echt, dass sie in der Zukunft sind, ne? Mhm. Dieses Datum, ah, das ist doch nicht möglich. Wer wird denn dann gleich so ausflippen? Ist doch nur eine Zeitung. Wie auch immer, ich muss weg. Kann ich meine Zeitung wieder haben? Aber sicher, selbstverständlich, danke. Ich habe mich aber beim Datum eben nicht verlesen, oder? Das glaube ich nicht. Die Zeitung war 10 Jahre in der Zukunft datiert. Wir scheinen tatsächlich durch die Zeit gereist zu sein. Wahrscheinlich erscheint uns da alles so fremd, weil wir uns in London der Zukunft befinden. Möglich. Wer auch immer diesen Glückbrief verfasst hat, ist sicher seiner Sache sicher. Schließlich scheint er überzeugt, dass wir im Krankenhaus Beweise für seine Behauptung finden. Es wird Zeit, dem Green Hospital einen Besuch abzustatten. Schon fertig. Die bizarre Stadt und Straßenkulisse ist Teil des zukünftigen Londons. 10 Jahre nach der Zeit, aus der Luke und der Professor kommen. Ja, die träumen zu viel. Du wirst ja am Ende sehen, da denkst du, fickt euch durch. Ich sag's ja, am Ende denkst du es echt nur. Das ist wieder der Typ. Das muss die Plattform Suite sein, von der Max gesprochen hat. Exzellent, wenn ihr nach Norden gehen, müssen die U-Bahn-Station auf der rechten Seite auftauchen. Da sind wir fast da. Lassen wir uns schnell weitergehen, Professor. Hey, da kommt mir noch so ein. Er kommt mir nur so vor, oder zittert man da an der Straßenecke wie Essenlaub? Du willst unbedingt, dass ich ihn anspreche, oder? Ja. Jetzt wird er wieder abhauen. Das ist richtig laut. Was wollen Sie? Bitte tun Sie mir nicht weh. Die U-Bahn, die Straße entlang. Kommen Sie nicht näher. Lassen Sie mich ruhen. Was ist los mit dir? Er hat einfach Angst vor denen. Das hat aber einen bestimmten Grund. Wie sein Hut, ne? Ja, und ja. Es hat etwas mit seinem Hut zu tun. Hm. Ey, du konntest eben da rein. So. Ich konnte nach links gehen. Schauen Sie da. Ich dachte, ich habe ein Blaulicht gesehen. Schauen Sie, ist das nicht einer der Gangster, die wir von gesehen haben? Kein Zweifel, man kann nicht sagen, dass diese Herren viel Wert auf individuelles Auftreten legen. U-Bahn. Hey! Sagen Sie, Professor, könnte das nicht der Zugang zu U-Bahn sein? Gut möglich, es hat länger gedauert als erwartet. Aber wir haben endlich die Station erreicht. Ein bisschen. Gangster. Wahre Rotten, graue gekleideter Gestalten bevölkern die Straßen der zukünftigen London. Was hat mit all diesen unfreundlichen Gesellen auf sich? Das erfahren wir im nächsten Part.